Mitte Juni startet die große Sommerausstellung mit insgesamt 80 Gemälden des deutschen Malers Emil Nolde im Museum Frieder Burda. Künstlerische Interpretationen vierer seiner Bilder in botanischer Form hat das Gartenamt am Dienstag in der Lichtenthaler Allee vorgestellt. Erstmalig wird hier eine Kunstausstellung im Museum thematisch draußen aufgegriffen. Bereits im letzten Sommer hatten Museum und Stadtgärtner die Idee zu dieser Installation. Nolde zählt zu den bedeutendsten deutschen Expressionisten der Moderne. Können wir nicht für einen solchen Künstler, der sich so um Gärten und Blumen bemüht hat, etwas gemeinsam machen? Und ich habe mir dann Gedanken gemacht und habe diese Idee entwickelt, Blumengemälde aus der Ausstellung durch Blumen wieder zu pflanzen und neu zu interpretieren, vergrößert hier in der Lichtenthaler Allee. Emil Nolde ist in Schleswig-Holstein geboren. 1956 verstarb der Künstler. Zu Lebzeiten gestaltete er in vielen Wirkungsstätten bunte Blumengärten. Seinen Hang zur Natur und der Farbigkeit, die er in ihr erkannte, drückte er in unzähligen Ölbildern und Aquarellen aus. Auch in schriftlichen Aufzeichnungen hat er über Jahrzehnte die Begeisterung für Blumen festgehalten. Er schreibt auch immer wieder, es sind die Farben der Natur, es sind die Blumen, die mich inspirieren. Nolde ist der seine Bilder sicher am farbintensivsten von all den in die Geschichte des Expressionismus eingegangenen Künstlern der Moderne pflegt und sich darüber auch auszeichnet. Und von daher ist es natürlich eine heiße Spur, der wir gerne gefolgt sind. Im Größenverhältnis von etwa 6:1 wurden die Nolde-Beete rund um das Museum Frieder Burda angelegt. Klaus Schattling, Gerd Boschert und Matthias Gott-Basen vom Gartenamt haben insgesamt 1600 Blumen gepflanzt. Wir haben zum Glück viele Blumen natürlich in den Gelbtönen, in den Rottönen. Blau ist etwas schwieriger, aber ich denke, wir haben da auch einjährige Pflanzen gefunden, die das entsprechend bringen. Dazu gibt es noch Rosatöne. Und es wird ganz anders aussehen als in den Beeten sonst in der Stadt in diesem Sommer, denn die werden sehr weich, sehr pastellig, mit duftigen, leichten Farben sein. Und hier am Museum haben wir dann die expressionistischen, kräftigen Farben. Noch sind die meisten Pflanzen nicht erblüht. Die Gärtner geben den Blumen 4 Wochen Zeit, damit sie bis zur Ausstellungseröffnung am 15. Juni in voller Farbenpracht erstrahlen können. Das Museum hat sich gerne auf dieses Experiment eingelassen. Die Farben über die richtigen, also realen Pflanzen nachzubilden, die Formen in den Bildern nachzubilden und damit sozusagen eine Analogie oder Parallele, wie Sie möchten, zu den Kunstwerken im realen Raum direkt vor dem Museum zu zeigen. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, wie aus den noch weitgehend farblosen Beeten nach und nach expressionistische Kunstwerke im Botanik XXL-Format entstehen. Hinweistafeln werden Passanten und Museumsbesucher zusätzlich auf die Blumeninstallation aufmerksam machen. Wir bleiben am Ball und werden immer wieder Ideen entwickelt, weil das braucht Baden-Baden ja auch, damit unsere Gäste immer wieder Neues entdecken können, und wir wirken tatkräftig daran mit als Gartenamt.